Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Wieder mal eine Runde Minecraft Hole. Ja. Mit Zick. Ja, hallo. Ich kämpfe hier immer noch gegen Endermans am Krepieren oder so. Genau, und ich hole mir mal ein bisschen Holz noch. Wir könnten irgendwie so einen Steg bauen oder so, keine Ahnung. Ein Steg? Ja, über den See. Das fiel mir gerade so ein. Wir könnten den See hier einfach so ausbrechen im ganzen Loch, dann einfach einen See und am Rand kann man irgendwie so kleine Hütten machen. Ja, stimmt. Und Tunnel. Da könnte man hier drin Tintenfische farmen. Soweit ich weiß, müssen die einfach nur Wasser haben. Wenn sie genug Wasser haben, dann spawnen sie auch. Ne, das haben die auch geändert. Ich glaube in der 1.12 oder 13 irgendwie. Das war früher mal krass. Da ist man in der Höhle gegangen und dann waren da erstmal 20 Tintenfische. Oder da sind immer auch welche durch Fallschaden gestorben in der Höhle. Bei Tintenfischen lohnt es sich eigentlich gar nicht dazu, Tintenfischfarm dazu zu machen. Hm. Weil man braucht die irgendwie einmal und dann nie wieder. Na gut, wenn man jetzt schwarzen Terrakotta oder so herstellen will, dann braucht man es halt. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt die ganze Map teeren will. So wie Spark in Craft Attack 5 sein Grundstück. Hat er einfach mal alles eingeteert. Craft Attack 5 habe ich also tatsächlich eine Zeit lang verfolgt, aber nicht so richtig. Na, ich hab's damals verfolgt. Aber ja, das war auch irgendwie die schwächste Staffel, oder ich weiß nicht, ob Craft Attack 6 sogar noch schwächer ist. Habe ich so das Gefühl, weil jetzt schon alle inaktiv sind. Obwohl das erst 3 Monate läuft, oder? Ja, nicht immer. Also schon komisch. Also wenn man eigentlich ein neues Projekt beginnt, dann leiden meistens die anderen Projekte darunter. Das sowieso. Aber es war auch vorher schon eingeschlafen. Ich hab's halt nicht verfolgt. Ja, ich sehe das immer in der Abo-Box. Es sind halt 40 Leute in Craft Attack und dann laden nur ein, zwei Leute am Tag was hoch. Die Sache ist die, was mich immer gestört hat, ist, dass Bark 30 Minuten Videos gemacht hat und ich... Da hat er mal 1-Stunden-Videos dann gemacht, das war ja richtig schlimm. Oh ja, das war noch damals bei... Bei Lava oder so, ne? Oder bei Castle, genau. Castle. Ach ja, stimmt, Castle. Ich wollte es eigentlich gerne verfolgen, klang interessant, aber Spark hat einfach mich mit den langen Videos so stark abgestreckt. Das stimmt. Ich verstehe nicht, warum das so viele Leute gefeiert haben, da so lange Videos zu gucken immer. Keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, das hat er auch gemerkt, deswegen macht er jetzt kürzere Videos. Im Endeffekt macht er jetzt auch immer 1 Stunde am Tag, aber immer verteilt auf Videos. So, ich versuche mal hier so eine Brücke zu bauen. Ich habe irgendwie mal Bock, was zu bauen. Ich lege immer in den Projekten in letzter Zeit direkt los mit Bauen, bevor ich irgendwie farme. Und dann nölen mich immer alle an, dass ich keine Dia-Rüstung habe. Nach der zweiten Folge. Nur weil die anderen so suchten alle. Aber ja, das ist mir egal. Rüstung ist mir meistens eigentlich auch gar nicht so wichtig. Weil man muss ja eigentlich 24 Diamanten farmen, wenn ich es hab, um eine gesamte Diamantrüstung zu bekommen. Ja. Ist dann halt schon immer viel. Ich habe zwar hier auch wieder die Dias hochgestellt, aber die ist ja jetzt, die sind jetzt verteilt auf die gesamte Höhe und nicht auf einer. Na gut, das ist natürlich dann auch gut. Da kann man hier oben auch farmen. Da macht es ja eigentlich doch Sinn, dass ich jetzt hier oben schon angefangen habe mit dem Tunnel. Genau. Jetzt hat hier irgendwer was geschrieben. Rizemau wieder. Da wollte irgendwas schon wieder ein neues Projekt starten oder so, keine Ahnung. Ey, der hat in den letzten 2 Tagen irgendwie 3 neue Projekte gestartet schon wieder. Ich frage mich, was da los ist. Und Infinity letzte Woche auch noch. Also, ich glaube, das wird ein bisschen krass. Ich glaube, da hat einer keinen Bock mehr auf Tiny CR7. Projekterklärung wäre super. Jetzt kann ich das so schön mitlesen hier. Wir alle wieder diskutieren. Zum Glück habe ich die Sounds irgendwie aus bei Skype, oder? Hoffentlich sind die ja nicht in der Aufnahme so richtig laut zu hören. Ich weiß noch bei Dan damals, habe ich einfach mal in seinen Stream reingeschaut und dann
weil ich einfach eine Skype-Nachricht geschrieben habe, gemerkt, oh, da hat Skype-Ton an. No. Da habe ich ihn immer ein bisschen damit genervt, bis er es gescheckt hat und kapiert hat, dass man den ausschalten kann. Ja. Ja, bei Dan habe ich neulich das Video gesehen, was er mit Movie Maker geschnitten hat. Der schneidet. Schneidet immer noch mit Movie Maker? Nö, eigentlich mit einem anderen Programm, aber das ging nicht mehr. Und da hat er gesagt, naja, da muss ich eben mit Movie Maker schneiden. Mal wieder. Ich habe gar nicht mehr Movie Maker. Ja, ich habe den auch noch. Ich nutze immer aber den alten Movie Maker lieber als den von 2012, weil der alte ist irgendwie besser. Für manche Sachen. Da ich kannst glaub, du besser kann das Audio einstellen und so. Ich kenne gar nicht mal den alten Movie Maker. Ah, das ist der von Windows XP, den kennen die alten Spezies noch. Die alten Hasen. Den kannst du auch für Windows 10 und so installieren. Aber der ist da ein bisschen verbuggt manchmal, da musst du aufpassen. Also ich glaube, ich habe ja tatsächlich erst 2015 mit Videos angefangen. Und da konnte ich noch gar nicht mal schneiden. Ach so. Ja, angefangen aufzunehmen habe ich schon 2012, da habe ich mir das schon so angeeignet. Ich dachte immer früher, man muss irgendwie so angestellt werden oder was dafür bezahlen, dass man Videos machen darf. Ja. Ich war ein unwissendes kleines Kind. Ja, passiert. Aber ich habe mir auch nie gedacht, so dass ich jetzt einfach das hochladen kann, ne? Deswegen hatte ich damals auch nur so die Aufnahmen für mich gemacht, als ich Gronkh immer geguckt habe und ihn nachmachen wollte. Was irgendwie jeder gemacht hat damals. Und ja, da habe ich dann eben immer so Aufnahmen für mich quasi gemacht, die nicht hochgeladen, erst später angefangen. Ich weiß, Apple war so in der Art gestartet, die haben sich einfach Filme gedreht und die sich gegenseitig zugeschickt. Ach so. Und dann kam MyVideo. Und danach kam YouTube. Ach, MyVideo, ey, das ist ja auch schon wieder ewig kaputt. Irgendwie seit 3 Jahren oder so haben die es ja mit irgendwem anderen Bezahlscheiß da zusammengelegt und da kannst du es nicht mehr nutzen. Ich glaube, ich habe da irgendwann mal raufgeschaut und ich habe es nicht kapiert, also habe ich es gelassen. Ja, da musst du jetzt irgendwie so wie bei Netflix das per Abo bezahlen, damit du das gucken kannst. Das ist übelst komisch. Also eine Seite, die keiner mehr guckt. Ja. Bezahlt werden. Ja, genau. Die war vorher schon unbeliebt und jetzt, naja. Na gut, die sind halt jetzt quasi aufgekauft worden von einem anderen Unternehmen, was es vorher schon gab. Also deswegen macht es dann doch wieder Sinn. Die sind halt ja, so profitorientiert, dass sie da wieder direkt sowas verlangen. Sache ist halt, die mit YouTube ist eigentlich mal wieder gestorben, weil eigentlich war es ja auch nur eine Videoplattform. Ja. Na gut, YouTube gab's aber ziemlich lange mit MyVideo zusammen, oder? Ich habe eben halt mit MyVideo nichts mitbekommen, außer von Apple, wo wir immer darüber ein bisschen was geredet haben. Na gut. Ist immer so scheiße, wenn man solche Gänge mit Treppen voll machen will und dann man eben halt sich von oben nach unten arbeitet, weil dann kann man nicht mal hochgehen. Ja. Stimmt. Das kenne ich auch, da muss man immer dann noch einen Block setzen, das nervt immer irgendwie. Also ich habe da, glaube ich, habe damals immer so Zweiertreppen gemacht und dann habe ich einfach einen Block auf der einen Seite gemacht und konnte da trotzdem weiter hochgehen. Ah ja, na gut, das ist auch clever. Aber da musst du halt mehr ausgraben. Also hatten das welche auf unserem alten Server damals auch, 2013. Da hatten wir so eine Mine und die war dann so erschöpft am Ende, dass wir eine neue machen mussten. Die war dann aber irgendwann mit der alten verbunden. Also da war Stripmine technisch viel am Gange. Der eine war irgendwie die ganze Zeit nur unter der Erde. Warte, ich lese ja gerade die Skype-Nachrichten nicht. Er weiß noch nichts von dem Projekt, schreibt er. Doch, doch, ich lese das. Geht's wieder um mich hier. Aber er ist safe dabei. Ja, dann sag ich ab. Nur aus Provokation. Ah, dann sprengt er wieder mein Haus, ey. Der droht immer bei allem, dass er mein Haus sprengt in Tiny. Weil da gibt's so gesehen keine Regeln, obwohl ich eigentlich das nicht wollte, aber ja. Okay, ich würde dann auch mal die Folge beenden, oder? Das ist eine gute Länge.
Okay. Ich muss eigentlich mal häufiger Thumbnails machen, weil ich mache kaum Thumbnails. Ja, na, ich mach das immer in den Folgen, da vergisst man es halt nicht und das ist immer das Praktischste. Vor allem, wenn du die Screenshots verlierst, kannst du dann einfach in der Folge die Stelle aufrufen, kannst dann nochmal einen Screenshot neu machen davon und das dann nehmen. Das ist ganz praktisch. Ja. Muss nicht nochmal auf den Server und so und dich dann einloggen und für jede Folge, das finde ich irgendwie dann immer zu umständlich. Ihr verwendet ja diese dreidimensionalen Schriftzüge, oder die guten Schriftzüge. Ich habe einfach ganz normale Schrift. Ja gut, jetzt, na, ich mache das halt immer mit Skates Thumbnail Tool. Da kannst du die gut einfügen als Transparentebene und dann erstelle ich die mir bei so einer Webseite. Und dann kannst du gut die Zahl immer noch größer werden lassen. Braucht man keinen Photoshop oder mit GIMP geht's halt auch schlecht mit der Zahl. Und ja, ja, ich bin mit dem Verfahren ganz zufrieden. Dann bis zum nächsten Mal, schaut bei Crapto vorbei und tschüss.